Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zur Aktien im Fokus für Donnerstag, den 10.03.2016. Diese Ausgabe wird Ihnen von DirectBroker-FX. Präsentiert. Wir blicken auf einen frischen Markt, der von der EZB ordentlich durchgewirbelt worden ist. Sie lockert die Geldpolitik. Heute die Notenbank um 14.30 Uhr mit dem Statement. Und Mario Draghi betonte hier deutlich, dass die Leitzinsen für eine lange Zeit, auch über das Ende des Quantitative Easing Programms hinaus, sehr niedrig bleiben werden. Und nach der heutigen Leitzinssenkung gäbe es aber keinen Grund für weitere Zinssenkungen. Nichtsdestotrotz muss man klar sagen, dass äh, auch die Strukturreformen betont worden sind, aber das gehört letztendlich äh, zum üblichen äh, Prozedere. Die Inflationserwartung äh, war letztendlich äh, bei 0,1 Prozent. Die wurde deutlich herabgesenkt und ähm, ja, man aufgrund dieser Absenkung ist wollte man eben darauf reagieren. Das hat man getan und äh, das befeuerte kurz die Indizes nach oben. Äh, wir blicken hier auf den Dow Jones auf der M30-Zeiteinheit. Mittlerweile läuft der Trend schon sehr sehr lange und äh, das führt dazu, dass eine Korrektur überfällig ist. Äh, auch der Stundenchart ist mittlerweile schon ohne nennenswerte Korrektur sondern zeigt sich absolut bullisch. Wir sind also nicht mehr zwangsläufig in einem Käufermarkt. Wir haben in der gegenwärtigen Situation den Dow Jones, der sich hier an dem 76er Retracement befindet von diesem letzten Abverkauf. Und angesichts dieses Widerstandes wäre ich hier vorsichtig oder beziehungsweise es ist kritisch, am 76er hier zu shorten, äh, zu kaufen, weil er eben short gehen kann. Nach einer langen Distanz mittlerweile. Wir sind ja eigentlich durchgebrochen hier. Wir hatten den schlechtesten Jahresstart seit aller Zeiten. 2300 Punkte ging es nach unten und das konsolidieren wir jetzt. Aber vor dem Hintergrund, dass es eben hier auf dem Tageschart durchaus ungemütlich werden kann, muss man davon ausgehen, dass der Markt in diesem Bereich zwischen 17.200 und 17.450 Punkten ein Plateau ausbildet. Zumindest ist davon auszugehen, dass hier irgendwo in dem Bereich eine größere Korrektur stattfindet. Und diese Korrektur mag sie nun hier oder hier stattfinden, das sei für diese Analyse jetzt äh, unerheblich, er sollte dann ein größerer Ast nach oben folgen. Aber vorrangig befinden wir uns hier in einer roten Zone, wo letztendlich eine eine Korrektur eben das Ganze zumindest kurzfristig so in den Bereich von 16.780 bis 16.612 Punkten führen kann. Ja, das ist dann hier so der, der Bereich übergeordnet. Für den SP gilt ähnliches. Der SP ist auch hier an dem 76er Retracement angekommen, prinzipiell ein Widerstandsmarkt. Und vor dem Hintergrund des H1-Charts sieht man hier deutlich, auch hier würde eine kurzfristige Korrektur nicht überraschen. Zumindest wieder so in den Bereich von 1940 Punkten. Da wäre dann aus meiner Sicht eine legitime Möglichkeit vorhanden, nochmal in diesen steigenden Markt hineinzukaufen. Aber jetzt läuft durchaus der Trend schon zu lange. Gerade auf dem H4-Chart sieht man deutlich, könnte hier die Korrektur eben einsetzen in diesem Bereich. So, ja, so würde ich das stehen lassen dann äh, zum thema deutsche bank die profitiert natürlich von der ezb entscheidung wir blicken mal hier auf den chart es sieht zunächst erstmal positiv aus in der gegenwärtigen äh, fassung ist es so dass wir hier momentan noch in einem total intakten abwärtsgerichteten trend sind gerade auf dem äh, wochenchart sieht man deutlich hier entfaltet sich endlich die korrektur man hatte sich ja gefragt ob es überhaupt noch einen boden bei der deutschen bank gäbe der hat sich jetzt hier ein bisschen etabliert und jetzt besteht ein Anstiegs, eine Anstiegsoption auf 22,68. So viel hat die Aktie Platz. Bis dahin sollte die Aktie laufen. Oder zumindest das ist das Idealkursziel, Kurskorrekturziel. Und da wäre dann im Prinzip die nächste Abwärtsbewegung zu erwarten. Also für all diejenigen, die auf eine Erholung setzen, bis dahin ist Platz. Und äh, ab dann sollte man mit weiteren Verkäufen rechnen. Äh, ansonsten blicken wir nochmal auf Tesla. Tesla hat sich hier, wie gesagt, noch wenig verändert, sollte allerdings dann mit der Eröffnung durchaus etwas stärker tendieren aufgrund des Dow Jones. Hier kommen wir auch eben an eine starke Widerstandsmarke, äh, die durchaus für fallende Kurse sorgen könnte. Das war es von meiner Stelle aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.